halten die Fakten unseres Daseins für sicher. Dabei sind sie nur eine dünne Fassade der Selbsttäuschung. Tarnung für einen Kosmos aus Wahnsinn und... Shit, Mann. Ich wollte die Manuskriptseite noch haben. Och nee. Leute. Mano. Endgegner. Holy shit. Ein Fahrzeug finden. Achso, das ist ja die Hauptmission. Schon tot? Alter. Das kann ja lustig werden. Wir müssen wahrscheinlich gleich wieder Auto fahren. Ach ja, je. Och, nee, 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 nee. Verdammt. Ah, wenn das so weitergeht, dann werde ich wahrscheinlich das überspringen. Also die Aufnahme stoppen und das schnell versuchen alleine zu schaffen, aber im Moment geht's noch. Ich sollte wahrscheinlich zuerst zu den Kartons da gehen. Zu den Notfallkästen. Oh Leute. Soll ich denn den Bagger besiegen? Krass, Mann. Scheiß auf die Batterien. Nee, doch nicht. Gib her. Hat sich gar nichts getan, verdammt. Krass. Irgendwas mache ich falsch. Fröhliches Sterben. Wie soll ich das denn machen? Nehme ich mal die Schrotflinte. Gerade voll leid, Leute. Ah, den. Oh. So dämlich. So dämlich. Alter. Huh, noch einmal. Ich versuch's noch einmal. Komm schon, komm schon.
Nice! So einfach geht das? Ehrlich? Das wusste ich gar nicht. Haben wir einfach mal einen Bagger kaputt gemacht. Einfach so. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, scheiße, keine Munition. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. High five, Leute. Danke. Oh. Herrlich, ich nehme jetzt alles mit. Das ist mein Geschenk. Das ist meine Belohnung, verdammt nochmal. Das habe ich mir verdient. Oh, geil. Okay, gib her. Mal her damit. Kacke. Wir sind gut bestückt. Also mit... mit Munition und Batterien. Also nicht falsch verstehen, ja? Super. Oh, herrlich. 9 Leuchtfackeln. Haha. Geil. Geil, geil, geil. Ach, jetzt geht doch das... jetzt geht das Tor auf. Erst nachdem wir den Bagger kaputt gemacht haben. Herrlich. Kontrollpunkt erreicht. Herrlich. Ein Auto, super. Gibt's hier sonst noch was? Vielleicht kann ich noch irgendeine Manuskriptseite oder eine Thermosflasche mitnehmen? Hm? Vielleicht? Ja? Nein? Nö? Nee. Okay, doch! Ah, haha! Beinahe hätte es nicht geklappt. Super. Fleißig Autofahren wieder angesagt. Hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Wir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Herrlich. Und auch dieses Level haben wir Gott sei Dank geschafft. Das Bergwerk war nicht mehr weit. Es sieht einfach nur geil aus. Und die Musik. Oh, herrlich. Ich habe noch nie echt so ein gutes Spiel gesehen, wo Atmosphäre so gut mit dem Spiel übereinstimmt. Heute würde ich den Entführer treffen. Oh, er würde mir Alice übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Es ist hell. Das ist voll krass. Wieso haben wir keine Taschenlampe mehr? Wo sind unsere Waffen? Nicht euer Ernst. Egal. Wieso fahren wir das Stück nicht noch? Oder... können wir das fahren? Es steht ja zum Bergwerk gehen. Also könnten wir theoretisch nicht fahren. Aber ich bin extrem faul, was das angeht. Ja, wir können fahren. Da muss fahren stehen, verdammt nochmal. Schritt für Schritt, fast unmerklich. Hatte ich begriffen, dass die Geschichte aus meinem Manuskript wahr wurde. Der Fortlauf der Handlung führte mich tiefer und tiefer. Oh, ja, nicht so schnell, nicht so schnell. Man hatte mir Alice genommen. Barry war vermutlich eingesperrt. Ich war auf der Flucht vor dem FBI. Die ganze Welt war vom Dunkel übernommen und trachtete nach meinem Leben. Alles fühlte sich real, so geil aus. Klang aber auch nach einer Geistesstörung. Ach, da hätten wir sowieso nicht langfahren können. Super. Sind wir ja richtig. Boah, ich war echt schlecht. Oder etwa nur Ellen? Ja, als Schriftsteller hat man nicht die Zeit, Auto zu fahren. So. Was ich mich jetzt frage, ist, ob jetzt Ellen überhaupt die Manuskriptseiten alle hat. Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern, weil der Entführer wollte doch Manuskriptseiten haben, soweit ich mich erinnern kann. Und das war doch das Problem, dass wir es nicht geschafft haben, die rechtzeitig zu schreiben. Verstehe ich nicht. Gucken wir mal. Oh, so schön, ehrlich. Und das Spiel ist von 2010 oder 2009 und dafür ist die Grafik einfach mal endgeil. Da kann jeder sagen, was er will. Ich gehe mal oben in den Turm. Vielleicht findet sich da noch was Schönes.
Ich fühle mich gerade voll sicher. Tageslicht. Zack, 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 zack. Bestimmt sind mir jetzt noch eine Manuskriptseite oder eine Thermosflasche. Das wäre natürlich super. Oder ein Radio. 94.3. So. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesen Song in Dauerschleife überlassen habe. Aber ich wurde aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemandem vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hintern treten und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht wirklich die Klappe halten, aber ich bin gerade so angesäuert. Denn ehrlich, manche Menschen sollten einfach keine Dienstmarke tragen. Ich bin auch froh, dass Sheriff Breaker da war, um die Dinge glatt zu bügeln. Und falls jemand zuhört, den ich gestern Abend getroffen habe, dann tut es mir leid, wenn sie mein Mundwerk in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie sind hier nicht der Böse. Alles Gute, Junge. Und ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Und nun zu etwas Erfreulicherem. Unser Gast den ganzen Morgen lang ist Dr. Nelson. Aber zuerst etwas Musik. Der Typ scheint völlig in Ordnung zu sein. Können wir ihm vertrauen? Können wir dem Moderator vertrauen? Oder ist das auch nur ein kleines Spielchen? Spielt er ein Spiel mit uns? Wer spielt überhaupt hier ein Spiel mit uns? Können wir auch das Auto nehmen? Nice. Ich bleib aber bei dem Polizeiauto. Und weiter geht's. Ich will einfach gern mal alles mir angucken. Ach schön, ehrlich. Ist das hier schon das Bergwerk? Uiuiui, das bricht doch hier gleich alles zusammen. Hallo? Kannst du dich weiter hoch? Hoch. Und wir finden eine Manuskriptseite. Das hat sich jetzt voll gelohnt. Wir sollten wahrscheinlich nicht zu lange in der Nacht rumhausen. Okay. Da kommen wir leider hinten nicht hin. Ich dachte, das geht jetzt weiter da. Aber wir fahren einfach mal weiter. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Wir sind zu früh sogar da. Still da. Es war jetzt ein Museum. Zu früh da, Tatsache.